Servus und herzlich willkommen zum Batschis Let's Play auf YouTube. Wir sind auf dem Hof von meinem Onkel am Bantico und wir sind dabei, gerade für unsere Kühe Futter zu machen oder besser gesagt Gras mähen. Wir müssen ein bisschen Gras mähen, dass die Kühe was zu futtern haben. Weil die laufen mir momentan nur auf 10% und da wird es Zeit, dass man da was macht. Wir sind da dabei mit dem Johnny. Später muss ich noch zum Händler, wenn er aufmacht. Jetzt ist 5:30. Ich weiß nicht, wann der aufmacht. Muss ich mal schauen. Muss ich dann noch zum Händler, weil mein Onkel ein Pferd zum Testen bestellt hat. Er will sich ein Pferd 10,50er kaufen. Und ja, der hat sich mit dem Händler in Verbindung gesetzt und hat mich angerufen, ich soll bitte zum Händler fahren, den 1050er abholen und im Grund, auf Grund und Boden testen, sozusagen auf alles, was er kann und nicht kann. Alle Funktionen soll ich bitte testen. Ja, und dann schauen wir mal, ob er ihn holt oder nicht holt. Nicht an mir. Wie gesagt, den muss ich dann später holen und testen. Da werden wir dann auch ein Let's Play machen. Und wahrscheinlich werde ich dann mit dem 1050er das Gras schwadern, in Schwarz setzen und es abholen. Mal schauen. Genug haben wir ja zu tun. Dreschen muss man noch. Zu Ende, es sind noch genug Tage, 4 Wochen sind die weg, es ist noch nicht einmal eine Woche vergangen, jetzt ist erst der 3. Tag, die fort sind und mein Onkel, er hat einfach keine Ruhe. Er muss immer irgendwas werken, irgendwas machen, irgendwas tun. Und ja, jetzt hat er sich mit dem Händler in Verbindung gesetzt, hat mit ihm telefoniert und schauen wir mal, was er da zum Testen geholt hat. So viel dazu. Dann muss ich noch in Dorf fahren, muss ich meinen Helfer abholen. Ich habe hier im Dorf einen neuen Helfer kennengelernt oder einen Menschen, der mir helfen wird, hier zu bestehen, sozusagen. Ja, und dann mal schauen. Was da dabei herauskommt. Er heißt Mario und er wird mir in Zukunft hier im Bantico unter die Finger greifen, mir helfen, dass ich nicht alleine bin. Ich habe ihm gesagt, vorerst brauche ich ihn nur beim Dreschen, weil es wäre ein Schmarrn, wenn er die ganze Zeit mir hilft. Ich habe gesagt, ich zahle ihm zwar was, aber mein Onkel muss das ja nicht wissen, weil ich habe mit meinem Onkel gesprochen und er hat gesagt, er will nicht, dass jemand dann seinen Hof
rein und raus läuft. Ich soll bitte schon das alles alleine machen, aber wie zum Geier soll ich das alles alleine machen? Es ist einfach viel zu viel Arbeit. Es sind 1000 Kühe, die versorgt werden müssen. Es sind 600 Schweine, die versorgt werden müssen. Es ist Acker, der gemacht werden muss. Es muss gedroschen werden. Es muss Zuckerrüben müssen raus. Kartoffeln müssen raus. Mist muss gestreut werden. Gülle muss aufs Acker gefahren werden. Das, wie soll ich das alleine schaffen? Das ist unmöglich. So viel Arbeit hatte ich an meinem Hof noch nie. Weil ich alles geplant habe und alles nach Plan gemacht habe. Da war nie so viel übrig wie hier. Das ist ja unmöglich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe Kühe gefüttert, habe denen Gras gebracht, weil Silage habe ich keine mehr gehabt. Muss ich warten, bis es gegärt ist. Und das war Mischfutter machen. Ja. Bis ich gemistet habe, war Stall voller Mist. Ich weiß nicht, wie lange mein Onkel da nicht mehr gemistet hat. Das ist Wahnsinn. Bis ich fertig war mit Misten, muss ich schon wieder Kühe versorgen. Es geht so schnell. Das ist der absolute Wahnsinn. Falschen Knopf erwischt. Mal, diesmal werden wir nur diese Wiese. Nee. Das wird schon reichen für 2-3 Tage wieder. Hoffe ich mal, dass es reichen wird für 2 Tage. Ja. Wenn wir hier fertig sind, muss ich zum Händler schauen, ob der schon offen hat. So wie es ausschaut, nicht, weil das Tor ist noch zu. Das da links ist der Händler. Oder ist das Tor schon offen? Nein, es ist noch zu, also ist er noch nicht da. Mal schauen, ob er da ist, bis wir fertig sind hier. Aber ich könnte ja mal kurz schnell raushupfen, mal schauen. Wo ist jetzt? Mal schauen, bis wann, ab wann er offen hat, ob da irgendwas steht. Da steht gar nichts. Steht hier was? Nein. Auch nichts.
LPG Forst, Werkstatt Quantico. Ansonsten steht da gar nichts. Schade. Ich weiß jetzt nicht, ab wie viel Uhr er überhaupt da ist. Steht nichts. Maschinen der DDR, nein. Naja, dann müssen wir halt warten und schauen, bis wir hier fertig sind. Ist er hoffentlich da. Dass wir den neuen 1050er abholen zum Testen. Muss ich meinen Onkel noch anrufen, dass ich ihm sage dann, ob er gut ist oder nicht, ob es sich lohnt oder nicht. Weil, wie ich schon gesagt habe, der hat mit Fendt Vertrag gemacht, dass er Fendt-Maschinen bekommt. Er hat zwar wie diesen Johnny am Hof stehen, das ist der einzige, aber die meisten Zugmaschinen sind ja Fendt. Trecker halt, Traktoren, Bulldogs, wie ihr wollt. Das sind meistens Fans. Ich bin nicht sehr begeistert von seiner Auswahl, aber naja, ist ja nicht mein Ding. Nach 4 Wochen bin ich hier weg und dann ist es gut. In meinem Livestream, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gesagt, dass der Händler hier mir ein Angebot gemacht hat, den ich mir angeschaut habe. Ich war auch dort am Hof. Und wo er mich gefragt hat, ob ich meinen Hof Bergmann gegen seinen Hof tauschen würde, aber einfach das, was sie gesehen haben. Es ist maschinell, wäre ein Schritt zurück. Was Maschinen angeht, habe ich einfach viel zu viele, was er fast gar nichts hat. Zweitens, der Hof gefällt mir nicht. Die Felder, naja, es geht, die Felder gehen, aber das wäre, da würde meine Frau nicht mitmachen. Wenn ich hier mit dem Hof komme, wenn ich hier den Hof zeige, die dreht mir den Hals. Das machen wir nicht, also wir bleiben am Hof Bergmann. Da muss ich auch in den nächsten Tagen rüberschauen. Vielleicht schaue ich ja noch heute vorbei, was da so abgeht, ob alles in Ordnung ist, ob die Ernte eingefahren ist. Dann muss ich schauen, dass wir links Mist. Wir müssen schauen, ob ich Mist habe, dass ich Mist fahre.
kann ich nicht fahren. So kann ich nicht fahren, mit Außensicht. Ja, aber weiter geht's. Das war fertig werden. Unsere Kühe brauchen was zum Essen. 10% nur. Ich hoffe, dass die Silage, Silage fertig wird. Dass ich Mischfutter machen kann. Dann schaut es schon viel besser aus. Und für Schweine muss ich Zuckerrüben rausholen oder Kartoffeln. Muss ich mal schauen, was wo ist. Dass ich die auch versorge. Das werden wir mit 1060er fahren. Zuckerrüben. Mit 1050er. Zuckerrüben werden wir mit 1050er fahren. Also, nächster Part wird auf jeden Fall Zuckerrüben. So, aber ich würde mal sagen, wir hören jetzt hier auf, weil sonst wird es zu langweilig, die ganze Zeit im Kreis fahren und mähen. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt das fertig, futter schnell die Kühe und dann sehen wir uns halt im nächsten Part beim Zuckerrüben rausholen. Wenn nichts anderes dazwischen kommt, machen wir Zuckerrüben. Mit 1050er. Bis dahin ist auf jeden Fall der Händler auch auf, bis ich hier fertig bin. Und dann schauen wir mal, dass wir Zuckerrüben rausholen und dass wir die zum Schweinen fahren, dass wir Schweine futtern. Oder Kartoffeln, muss ich mal sehen. Irgendwas von den zwei werden wir rausholen. Und dann schaue ich mal, vielleicht wird das ein bisschen längerer Let's Play dann. Oder werde ich erst rausholen und dann fahren wir es. Mal schauen, wie ich es mache. Dass es nicht so immer das gleiche ist. Vielleicht hole ich ja Mario, dass der Mario dann die Zuckerrüben rausholt und ich fahre es direkt zum Schweinenstall, Schweinenhof. Mal schauen. Auf jeden Fall, im nächsten Part werden wir Zuckerrüben oder Erdäpfel, Kartoffels machen. Mal schauen. So, wir hören jetzt aber hier auf. Ich werde hier fertig machen und dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn es geht. An die Erdfrüchte, ob mit oder ohne Hilfe, das werden wir sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ihr könnt auch kommentieren, was ich noch besser machen könnte. Und wir sehen uns dann im nächsten Part bei den Erdfrüchten. Bis dahin, Servus.